Lieben, guten Morgen. Wir wollen jetzt mal ein bisschen durch die Gegend fahren. Jetzt zeigen wir euch mal den Weg von unserer Wohnung bis unten, wie lange wir da fahren ungefähr. Da werde ich mal damit eine Vorstellung machen könnt. Übrigens bei der Gelegenheit, Karl, guck mal, da spielen sie schon wieder Golf. Bei der Gelegenheit, wir wohnen in einer Urbanisation, nicht in einer Wohnanlage wie eine Siete, wie man die in der Türkei kennt, mit Pools und allem drum und dran. Wir haben keinen Pool. Und unsere Nachbarn zur Rechten, zur Linken, unter uns, über uns, sind eigentlich alle Spanier. Man hört das ja beim Reden. Ich habe schon zum Ralf gesagt, wir sind die Exoten hier. Ja. Aber ich finde das schön. Also das war auch jetzt nicht irgendwie respektierlich gemeint oder so. Und man kann auch merken, es sind auch viele, die jetzt am Wochenende nur hier sind, weil jetzt die Tage, wo war es eigentlich recht ruhig und jetzt heute ist geregelt treiben, hier wird unten im Garten wird gefegt und gemacht und getan. Ist das ein Ausblick? Will ich doch sagen, oder? Hier ist jetzt mehr eine Villengegend. Schon falsch. Wir wollen da die Donna Julia runter. Du wolltest. Wir müssen ja hier. Du könntest auch da, aber. Wir müssen ja in die andere Richtung. Ja. Ja, die Schweller sind hier überall. Ja. Verkehrsberuhigung halt, ne? Ja, wir haben jetzt zwei Abfahrten. Wir fahren jetzt die eine, weil hier kommen wir direkt an einem Kreisverkehr aus, wenn wir in Richtung Estepona müssen. Und die andere Ausfahrt kannst du runterfahren, wenn du in die andere Richtung musst, nach Sabinillas, wo jetzt zum Beispiel Lidl ist. Dann fahren wir die andere runter, wenn wir da nur in die Richtung nach rechts fahren. Aber jetzt müssen wir links rum. Deswegen fahren wir jetzt mal hier runter. Mit der Schranke ist auch lustig. Ja, die ist eigentlich, wenn man mal so sagen will, sinnbefreit, weil kein Mensch weiß, warum ist die Schranke da. Oder wie hier im Überweg, im Zebrastreifen. Das ist ein Zebrastreifen. Aber da ist ja nichts. Wo wir jetzt drauf zufahren, der führt ins Nirgendwo. Weil hier kann ja da ist ja kein Bürgersteig. Ja, aber das ist wahrscheinlich, wo eine Straße ist, muss ein Zebrastreifen sein. Ob da auf der anderen Seite ein Fußgängerweg ist, ist in dem Moment uninteressant. Meint ihr, jetzt kann ich euch hier nicht rechts und links schwenken oder so, weil der Ralf hat Dashcam gemacht. Eingespannt. Ja, wie gesagt, das sind jetzt 5-6 Minuten, dann sind wir unten, dann seht ihr aber so ein bisschen das Umfeld. Also hier sind sehr viele Villen. Ganz tolle Sachen bald. Aber naja, ihr wisst schon. Das Bergpanorama im Hintergrund. Hier ist auch lustig. Ja. Hier ist ein Stoppschild. So, weil hier fahren die Golfkarts. Ja. Erst habe ich gedacht, hier fährt doch kein Zug. Hier ist eine Golfkartskreuzung. Ja. Ja, ist ja auch jetzt mal eine andere Art Video, so machen wir die Videos ja eigentlich nie. Weil jetzt schauen sich ja auch einige die Sachen an auf anderen Kanälen und dann wird da meistens ein bisschen gemeckert, weil es langweilig ist.
weil man da sonst nichts sieht, außer die Straße. Ich meine, ich würde das jetzt auch nicht machen, eine Viertelstunde, 20 Minuten. Nein. Aber für die 5, 6 Minuten, die wir jetzt hier runterfahren, wir sind jetzt nämlich jetzt schon unten. Da kommt nämlich jetzt die Ausfahrt. Hier ist wieder Golfkart. Ne? Hier ist wieder Golfkart. Weil hier ist, wie gesagt, links und rechts sind Golfplätze und dann kreuzen sie dann hier die Straße. Hier rechts könnt ihr jetzt auch ein paar Golfkarts sehen, in der Einfahrt. Und hier ist jetzt die Schranke, wo man im Grunde genommen hier dieses Areal verlässt. Areal reinfährt oder rausfährt. Kamera überwacht. Und auf der anderen Seite ist ein großes 5-Sterne-Hotel, Finca Cortesin. Das ist ein wahnsinniges Ding. Wie gesagt, hat 1, 2, 3 Restaurants und ich denke mal, ja, für gehobenes Klientel. Ich weiß nicht, wie viele Pools die da drin haben und ich denke mal, da kommt man auch gar nicht ohne weiteres rein. Also auch jetzt hier, wenn man hier so runterfährt, ne, dann ist ja, ja ein super geiles Panorama. Du musst weiter geradeaus, ne? Du musst über den Kreisverkehr geradeaus, genau. Aber jetzt dadurch, dass ich die Dashcam anhabe, kann ich natürlich nicht über Navi fahren. Und so ein bisschen ist man ja noch hat man ja so ein bisschen Unkenntnis noch hier in dem Bereich. Man kann sich da schnell verraspeln. Aber hier ist es ja eigentlich noch einigermaßen einfach. Du fährst eigentlich nur gerade runter. Und dann kommt dann unten die, ja, wie nennt man sagen, Küstenschnellstraßenautobahn. Stadtautobahn. Ja, Stadtautobahn. Ja. Und dann fahren wir dann ein Stück links hoch. Das werde ich aber dann nicht filmen. Oder? Sonst wird es zu lang. Da kommt dann auf der rechten Seite sind dann so einige Hotels, die dann da am Strand liegen. Ja, wir fahren jetzt praktisch die ganze Zeit an der Küste lang. Das sind dann nochmal so, ich denke mal, bis da, wo wir jetzt hin möchten, nochmal so 5-6 Kilometer. Und dann werden wir uns dann vor Ort nochmal melden. Wir sind in der Organisation, wo wir sind. Im Kreisverkehr sind, kann man auch die, sag mal schnell, die Entfernung sehen. Wir sind, Ortseingang ist der Kona, ich glaube 13 Kilometer. Ja. Also von dem her jetzt kein Riesending. Ja. So, jetzt sind wir unten. Hier ist jetzt ein bisschen Rückstau, weil doch wohl viele fahren und wir melden uns dann später. Ja, jetzt sind wir seit 8 Minuten 36 haben wir jetzt gefilmt. Ja, und ich bin ja jetzt mit, jetzt fahren die Niki Lauda. Also ja, gut, das ist eine Sache, das kann man vertreten, sag ich mal. Wenn ich natürlich jetzt oben in den Bergen irgendwo wohne und fahre erstmal 20 Minuten bis hier unten, das ist natürlich dann doch schon ein bisschen. Guck mal, hier sind Kölner. Ja. Und wenn wir jetzt hier unten dann im Kreisverkehr rechts fahren, dann kommt man zum Aldi, zum Lidl. Der ist dann von hier aus noch mal 5 Minuten. Also Mercadona ist hier überall vertreten. Ja. Hier in dem Umfeld innerhalb der, sag ich mal, 10 Kilometer 3 Stück. Das ist schon gut. Ja. Jetzt. So, wir sind noch mal kurz nach China rum. Wir wollten noch zwei Tassen mitnehmen. Wir haben noch ein paar so Kleinigkeiten. Haben wir gedacht, wenn die heute aufhaben, können wir das auch heute erledigen. Das ist ein riesen Kaufhaus. Nur mit günstigen
Produkten aus China. Günstig. In Anführungsstrichen, ne? Also hier, ich sag mal, so Porzellan und so, ein Teller für 5 Euro. Ja, wenn man das dann hochrechnet, ist auch... Ja, wobei, das ist schon der günstigste, ja, ne? Ja, da sind auch noch teure bei, ja. Oder wie gesagt, hier die ganzen einfachen, die Luminarc. Die sind natürlich günstig. Ja, aber das ist ja dieses Unkaputtbare, ne? Ja. Und hier haben wir sie in Schwarz. Die mag ich eigentlich gar nicht. Ja, aber wie gesagt, du hast hier jede Menge Muster. Wenn du jetzt, sag ich mal, nur so ein paar Teller haben möchtest. Ja, ist natürlich. Das sieht natürlich schön aus. Und wenn der dann den hat, ne? Ja. Naja, aber guck mal, das sind 9 Euro. Für ein Gedeck. Ein Gedeck, ja. Aber das ist natürlich im Verhältnis zu Markenporzellan immer noch billig, ne? Aber ist halt auch, ja, China. Ja, und hier ist so die Handtuchabteilung, Bade, Strandtücher und so was alles. Also man sieht schon, die sind jetzt nicht auch voll billig, aber irgendwo sind dann immer mal welche zwischen, die sind dann im Angebot, weil es Restbestände sind. Da ist dann hier so ein Summer Feeling. Kostet 10,95. Weil die haben wir nicht mehr weggekriegt. Da hat man keinen Platz mehr für. Ja, wenn man mal an den Strand gehen will. Die ist mal echt an unsere Grenzen gestoßen, mein lieber Mann. Da hast du nicht so viele Möglichkeiten. Aber hier, 19 Euro. Ja, ich finde Strandtuch halt im Sandlicht nie ausgeben. Aber man sieht schon, ist schon eine große Fläche, ne? Hier eine ganze Wand voller Kissen. Ja, jetzt sind wir soweit hier wieder durch. Der Wagen ist mal wieder gefüllt. Sitzkissen braucht man noch. Ja, Kartoffelstampfer, ein Fleischklopfer. Das sind also Sachen, die sind dann halt nicht da. Und entweder brauchst du die. Oder du lässt das Essen weg. Wofür das so brauchst. Ist nix. Ja, ist nix. Da brauchst du auch nichts. Ja. Aber jetzt sind wir so weit hier durch. Das soll jetzt, ich sag mal so. Nur mal so ein. Wie gesagt, hier gibt es alles. Bilderrahmen. Egal was. Spiegel. Wenn man noch mal so an Accessoires braucht. Kleber, wenn du mal irgendwas hier willst, Patex, Silikon, Ventilatoren, hier sind da auch noch Schränke. Gucken wir hier dann nochmal.